Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zum Kachelmann-Wetter. Ja, wir schauen auf die Aussichten so bis einschließlich des Wochenendes und das wird schon eher so eine herbstliche Geschichte. Wir haben es in den letzten Tagen schon thematisiert. Ja, den Begriff Sommer, den kann man so ein bisschen jetzt aus unserem Wortschatz erstmal streichen. Wer vielleicht noch geplant hatte, am Wochenende nochmal den Grill anzuschmeißen oder mit dem Freibad sogar geliebäugelt hat, ja, der muss schon so ein bisschen die Zähne zusammenbeißen. Wir gucken uns das Ganze jetzt gleich mal der Reihe nach an, schauen erstmal auf den heutigen Mittwoch und da kann man nochmal so den Begriff Sommer, Spätsommer so ein bisschen in den Mund nehmen für viele Landesteile. Im Norden gilt das allerdings nicht mehr. Da kommt jetzt schon Bewölkung auf, einer Warmfront, die Wolken verdichten sich und zum Nachmittag kann es hier auch örtlich ein bisschen tröpfeln, ein bisschen regnen. Viel wird es nicht sein. Temperaturen gehen hier schon zurück. Meist dann nur noch so Werte von 17 bis 20 Grad und der Wind, der lebt auch auf. Und zum Abend sind an der Nordseeküste auch ein paar starke bis stürmische Böen möglich. Ansonsten hat das Ganze heute noch mal sehr freundlichen Charakter. Frischer Morgen, Jacke an. Im Tagesverlauf kann man die dann allerdings beiseite legen, denn es gibt noch mal viel Sonnenschein und die Sonne hat noch Kraft und kann die Temperaturen dann so auf Werte von 19 bis etwa 23 Grad erwärmen. Ja, und dazu anfangs noch ein paar Restwolkenfelder, einzelne Nebelfelder, so im südlichen Bayern, Baden-Württemberg. Hier braucht es noch ein bisschen, bis sich die Sonne durchsetzt. Ansonsten gibt es aber in der Mitte und im Süden halt nochmal einen freundlichen Tag mit höchstens ein paar Höhen, hohen, dünnen Schleierwolken oder harmlosen Quellwolken. Nun, dann gucken wir auf den morgigen Donnerstag oder ab dem morgigen Donnerstag ist es dann aber überall vorbei und man muss in nächster Zeit eigentlich überall mal mit Regen rechnen. Am morgigen Donnerstag überquert uns dann schon relativ schnell von Norden her eine Kaltfront, die dann zum Nachmittag schon die Alpen erreicht. Zuvor im äußersten Süden von Bayern und Baden-Württemberg der Vormittag noch mal recht freundlich. Gegen Mittag, Nachmittag kommen dann aber auch hier die Wolken mit Regen an. Dahinter, ja, da gibt es dann klassisches Schauerwetter, mal ein bisschen Sonne, aber auch der ein oder andere kräftige Regenguss gerade nach Osten hin, wo wir die höhenkälteste Luft haben, kann auch mal ein kurzes Gewitter mit dabei sein. Insgesamt dann noch am freundlichsten in Richtung Nordwesten, vor allen Dingen an der Nordsee. Da entwickeln sich kaum Schauer und die Sonne ist auch häufiger mit dabei. Aber ihr seht an den Temperaturen, ja, es wird schon schwierig, mal die 20 Grad zu erreichen. Im Westen schaffen wir das noch so gerade. Da können es noch mal so 20, 22 Grad werden. Und sonst sind es aber dann nur noch so Werte von 16 bis 19 Grad. Nun gucken wir auf den Freitag. Das ist ein allgemein unbeständiger Tag mit ja wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr Wolken als noch am Donnerstag. Viele Wolken, dazu immer mal wieder Schauer, einzelne Gewitter, gerade so in den Mittelgebirgen Richtung Thüringer Wald, Erzgebirge, so in den Nordstaulagen. Da kann es auch mal längere Zeit und mal kräftiger regnen. Tja, und ansonsten ein bisschen besser sieht es nochmal in Südwesten aus. Da sind die Schauer nicht ganz so häufig und auch wiederum Richtung Nordsee. Auch hier sind mal ein paar größere Aufheiterungen möglich. Temperaturen aber insgesamt bescheiden. Da, wo es mal längere Zeit regnet, wird schon schwierig, 15 Grad zu bekommen im Westen und Südwesten. Naja gut, da kommen wir so gen 20 Grad, aber auch da ist dann endgültig Schluss. Nun, dann gucken wir mal auf das Wochenende, schauen auf die Wetterlage und die ist halt sehr eingefahren. Ich habe es gestern schon erwähnt, wir haben dieses Hoch bei den britischen Inseln und das fühlt sich da wohl und das bewegt sich nicht weg und wird da wahrscheinlich noch bis weit in die nächste Woche liegen. Und das ist der eine Spielverderber in Sachen Spätsommer. Der andere ist dieses Tief über Osteuropa und diese beiden, ja, Gebilde zusammen, die führen dann mit dieser nördlichen, nordöstlichen Strömung halt diese feuchte und auch kühle Luft nach Deutschland, sodass es halt am Wochenende insgesamt unbeständig und kühl ist und auch der ein oder andere Regenschauer bzw. auch mal kräftige Regenfälle zu erwarten sind. Wir gucken mal auf die zu erwartenden Regenmengen so bis einschließlich Montag. Auf der linken Seite seht ihr das ECMWF-Modell von gestern Abend, auf der rechten Seite das GFS-Modell, auch der Lauf von gestern Abend. Tja, was sehen wir? Bei beiden Wettermodellen, vor allen Dingen in der Osthälfte, gibt es doch dann relativ viel Regen. Es wird häufiger nass werden, durchaus mal so Mengen von 30 bis 50 Millimeter, die da bis Montag zusammenkommen können. Gerade das ECMWF, das hebt noch so ein bisschen die Staulagen ganz gut heraus. Das ist auch recht plausibel. Das ist vor allen Dingen so im Nordstau, wo die Wolken immer wieder gegen die Berge gedrückt werden, im Erzgebirge, am Alpenrand, dann auch zu größeren Regenmengen kommen kann, von durchaus auch über 100 Millimeter. Also man muss mal so ein bisschen die lokale Überflutung und Überschwemmungsgefahr im Auge behalten. Ist natürlich noch ein bisschen hin, gerade was die Regengebiete so Richtung Sonntag machen, muss man noch mal abwarten. Aber das sollte man auf alle Fälle mal im Blick behalten. Insgesamt bei beiden Wettermodellen sieht man nach Westen hin insgesamt weniger Regen. Hier ist man dem Hoch näher über den britischen Inseln, sodass es Richtung Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen
und auch allen Regionen so Richtung französische Grenze insgesamt auch häufiger mal trocken sein könnte. Tja, gucken wir uns das Wochenende mal in der Zusammenfassung an mit den Karten. Es ist, wie gesagt, unbeständig. Immer wieder, gerade am Samstag, gibt es dann mal Schauer. Auch einzelne Gewitter sind durchaus mit dabei. Wie gesagt, das Ganze ein bisschen seltener im Südwesten und auch im Nordwesten. Temperaturen weiterhin insgesamt am Wochenende bescheiden. Gerade der Sonntag dann nach jetzigem Stand ein Tag, wo es vor allen Dingen dann in der Osthälfte auch häufiger längere Zeit regnen kann. Hier wird es wahrscheinlich kaum was mit Sonne werden. In Richtung Westen nach jetzigem Stand insgesamt das Ganze ein bisschen seltener. Tja, bei den Temperaturen sehen wir, da wo es längere Zeit kräftig regnet, werden es meist wahrscheinlich Werte unter 15 Grad sein. In Richtung Westen und Südwesten, da schaffen wir es mal so bis an die 20 Grad. Tja, gucken wir am Ende noch mal kurz auf einen Trend, nämlich auf Berlin. Das kann man eigentlich so stellvertretend für große Teile des Landes nehmen. Es wird auch zum Beginn der neuen Woche sich nicht viel ändern. Wir haben das Hoch gerade angesprochen, das westlich, nordwestlich von uns liegt. Und damit ändert sich an der Wetterlage wenig. Temperaturen wahrscheinlich auch zum Beginn der Woche allenfalls so mal bis an die 20 Grad. Dazu wahrscheinlich eher unbeständig. Also der August bringt nicht mehr viel an Sommer, so gut wie gar nichts, höchstens heute noch mal. Aber man muss auch festhalten, der September kann auch noch Sommer. Letztes Jahr gab es zum Beispiel Mitte September nochmal richtige Hitze mit über 30 Grad. Also es kann sich durchaus noch was tun. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Tag. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.